COD WW2. Team Deathmatch auf dem Flak Tower. Das ist natürlich wieder mal eine von mir in letzter Zeit meistgespielten Maps. Ich möchte hier am Anfang aufs Gameplay eingehen und danach auf ein paar andere Sachen. Am Anfang will ich sagen, ich habe die Orso dabei mit den Schalldämpfer drauf als Hauptaugenmerkmal. Es war ein Free Weekend. Ich weiß gar nicht, ob so viele Neulinge bei mir im Team waren, auf jeden Fall. Ob so viele Neulinge bei mir im Team waren. Auf jeden Fall, Free Weekend war das noch. Und das Interessante war, diese Map ist klein. Ich bin's gewohnt, dass eine Runde Team Deathmatch auf Flak Tower 4 bis 5 Minuten dauert. Wenn ihr jetzt mal auf die Videolänge schaut, dauert diese Runde alleine 7 Minuten 30. Ich will nicht sagen, dass es an mir lag oder dass ich campe, aber ich bin jetzt vorgewascht, bin der Einzige in der Mitte der Map, wie man sieht, über die Mitte der Map und hab kein Backup, keine Rückendeckung von meinen Leuten. Und jetzt ist mein Team in die Mitte angekommen und das gegnerische Team auch. Was ich jetzt zu dieser Map sagen kann, oder zu dieser Runde sagen kann, ist, es ist eine ganz gute Runde von mir, aber das Gegnerteam ist ein reines Camper-Team. Ich glaube, dass die Person, welche da oben auf mich geschossen hat, 24/7 im Fenster sitzt. Also die Person vom Gegnerteam sitzt die ganze Zeit am Fenster. Jedes Mal, wenn ich über diesen Gang lang laufe, hier an dieser Seite, werde ich von denen angeschossen. Links in diesem Bunkersystem, links, wenn man ganz links lang, rechts lang läuft, also genau auf der anderen Seite, sind auch andauernd Leute, oi. Und auch bei mir sind hier ab und zu mal Leute. Das hier ist eine reine Camperrunde. Die Gegner haben sich so dermaßen auf der Hälfte dieser Map verkämmt und noch nicht mal gut verkämmt. Also man sieht ja, ich komme hier wieder in die Mitte, ich kann hier gut pushen, meine Deckung halten oder sonst was. Aber es ist wirklich übel, muss ich sagen, wie hart die Gegner hier am Campen sind. Also auch hier, die sitzen hier an der Seite. Ich versuche immer mal wieder hier irgendwie durchzuwaschen. Nur ohne Team wasche ich nicht alleine los. Da will ich doch mal ein Backup haben. So, jetzt sind zweimal aus meinem Team am Waschen über die rechte Seite. Dann dachte ich mir so, ja, wenn die über die rechte Seite waschen, dann kann ich ja über die Mitte gehen. Aber ja, wurde ich schon direkt aufgehalten. Die Gegner sind jetzt dabei, ein bisschen über die rechte Flanke zu kommen. Über die linke Flanke wäre es ja aus diesem Blickwinkel über die linke Seite. Das muss man sagen. Also, das Gegnerteam bestand nicht nur aus Campern, nein. Aber ich glaube, mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Leute der Gegner haben hart gekämpft. 2 bis 3. Der Rest waren normale Spieler, aber das war echt schon übel. Das hat wenig Spaß gemacht, diese Runde. Und das war auch wenig spaßig, halt einfach zu spielen. Und wahrscheinlich ist das für die auch nicht besonders spaßig, oder? Macht Campen Spaß, Leute? Macht es Spaß, irgendwie eine ganze Runde irgendwo an der Ecke zu sitzen? Ich weiß es nicht. Mir macht es keinen Spaß. Aber worüber ich genau reden wollte, über das Thema, warte mal, wo habe ich es denn hier? Rubberbanding, schlechte Server und Lags. Fangen wir an, das habe ich im Forum gelesen. Im Forum hieß es, es ist Rubberbanding. Das bedeutet, man läuft und wird immer so ein bisschen nach hinten gezogen. Also man läuft und portet sich ein Stück zurück, man läuft und es fühlt sich einfach so an, als ob man nicht ganz vorankommt. Als ob man immer so ein bisschen hakelt und ruckelt. Also man immer wirklich läuft, nach hinten gezogen wird, läuft, immer so ein kleines Stück wieder zurück. Also wie so ein halt Rubberbanding, wie so ein Gummiband. Immer so ein bisschen nach hinten gezogen. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Das wird gesagt. Dann heißt es noch, dass die Server schlecht wären und man immer mit einem High Ping hätte. Also wirklich einen High Ping. Die dritte Aussage, die ich gelesen habe, ist, dass es ja allgemein alles am Laggen ist. So, ich habe COD ja eigentlich, sagen wir einfach, ab MW1 habe ich ja alles gespielt. Die Teile davor sind ja nicht erwähnenswert. Jetzt nehmen wir die Teile, die einen Server hatten, raus und jetzt nur die Lobby-Systeme. So, jetzt fangen wir an, darüber zu reden, was los ist. Lags hatte ich in MW2, MW3 und das war's. In MW2 und MW3 hatte ich Lags. In COD WW2 hatte ich noch nie richtig Lags. Also richtige, heftige Lags, so wie man es kennt, hatte ich noch nie. Ab und zu, wenn ich mal ein Video hochgeladen habe oder über Dings ein paar Spiele runtergeladen habe, schon mal halt irgendwelche Sachen, dann hatte ich ab und zu mal ein paar Lags, weil ich mein Internet selbst, also ich habe mich selbst ausgebremst und dadurch sind bei mir Lags instande gekommen. Wenn ich halt über die Plattform hier, ich habe gerade den Plattformnamen vergessen, halt mir Spiele runtergeladen habe. Dadurch habe ich dann mir selbst Lags verursacht, also mir selbst sozusagen ein Bein gestellt. Aber es ist ja auch gerade nicht das, was ich meine. Leute sagen, dass die laggen. Dann heißt es noch schlechte Server, dass die Server halt einfach schlecht sind und von 2000 sind.
Mit den Servern habe ich nie Probleme. Ich hatte nie Connection-Probleme. Ich lese im Forum, also ich lese eigentlich täglich im Forum Connection-Problem hier, Connection-Problem da. Ich werde immer wieder disconnected vom Spiel. Das Spiel läuft nicht stabil. Ich hatte nie solche Probleme. Dann gucke ich mir die Profile an. Dann gucke ich mir deren Profile an, die das schreiben. Komme aus Ländern, wo das Internet auch nicht vielleicht so weit ausgebaut ist. Komme aus ärmeren Ländern. Oder Leute, mit denen ich zusammengespielt habe, gegen die gespielt habe, kommen teilweise aus der USA. Kommen aus, ja, halt Amerika da drüben auf dem anderen Kontinent. Kommen aus Asien. Ich habe also schon gegen Asiaten gespielt oder auch gegen Russen oder auch gegen Amerikanern. Und das Ding ist einfach, natürlich, wenn ich jetzt auf dem europäischen, also auf dem, nennen wir es mal, deutschen Server spiele, wenn das jetzt ein deutscher Server ist, auf den ich spiele, und denn da Amerikaner oder Asiaten hinzuconnecten, ist es natürlich, dass die laggen und es für die ruckelig, naja, ruckelig ist halt, also dass es für die laggy ist oder für die so ein Rubberband-System, weil es halt für die schwieriger ist, da zu spielen. Das Problem ist, in diese Leute beleidigen denn im Chat, dass alle anderen laggen, nur sie nicht. Ich hatte es noch nie in einem COD, dass ich wirklich geleckt habe, außer halt MW2 und MW3, und das war ein reines Lobby-System, wo es von Spielern gehostet wurde. Der Rest auf dem PC war ein Server. Auch BO2 war auf dem PC ja so eine Art Server. Man hat sich in der Lobby zusammengefunden, wurde dann aber, nachdem die Lobby voll war, auf einem kleinen Server connected und von dort aus haben wir gespielt. So, das ist genauso wie hier in WW2 auf dem PC auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es auf der Konsole ist, ob es auf der Konsole auch so ist. Ich kann nur vom PC reden. Aber ich hatte weder Lags, noch habe ich schlechte Server-Erfahrungen oder Powerbanding. Aber ich habe gemerkt, dass alle Spieler weltweit mit allen verbunden werden teilweise. Man spielt tatsächlich ab und zu mal gegen Asiaten. Man spielt ab und zu gegen Amerikanern. Ja, also es ist halt, man wird halt miteinander komplett verbunden. Das ist halt das Problem, nenne ich es mal. Es sind wahrscheinlich zu wenig Spieler in manchen Länderbereichen, als ob das die abgedeckt werden könnten. Wenn zum Beispiel es nur 3 asiatische Spieler gibt, natürlich wird dann wahrscheinlich die Suche ausgeweitet und dann werden sie mit zu uns Europäern vielleicht rübergeschmissen. Oder ich weiß nicht, wie das System genau funktioniert oder wie das ist, das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ich habe danach tatsächlich mal geguckt, ob ich was finde, aber ich habe keine Antwort dazu bekommen, wie das System ist. Und deswegen ist das jetzt so das, wie ich es aufgenommen habe. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Server. Ich habe auch kein Problem gehabt, aber gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Das war WW2 mit der Orso. Bis zum nächsten Mal, euer Remscout rein.